Okay. Gut. Schließe einmal deine Füße. Erde deinen kompletten Fuß. Lass die Schultern nach hinten fallen. Streck die Wirbelsäule ganz lang. Und dann atme einmal tief ein, Arme nach oben und Mitte ausatmen, Hände zum Herz. Ganz entspannt, einmal die Schultern locker lassen. Und dann machen wir uns ein kleines bisschen warm, kommen in den engen Wutschi. Das heißt, die Füße sind etwa hüftbreit. Und dann lass dich nach vorne fallen und roll dich auf, Arme zur Seite nach oben. Und roll dich wieder tief für dein Tempo, ganz entspannt. Atme ein, wenn du nach oben kommst. Aus, wenn du tief gehst. Atme durch die Nase ein und durch die Nase aus. Wenn du nach unten kommst, beug deine Knie leicht ein und entspann deine Schulter. Ganz entspannt. Spür die Länge in deiner Wirbelsäule. Und die komplette Länge von den Füßen bis zum Scheitel und bis zu den Fingerspitzen. Jawohl. Noch zweimal mehr. Ein letztes Mal tief ein. Aus, Hände zum Herz. Öffne dich weiter den weiten Wutschi. Dafür sind deine Knie über den Fußgelenk und leicht eingebeugt. Also wie so ein kleiner Squat, ganz tief. Auch hier lässt du dich nach vorne fallen, rollst dich nach oben auf, ganz weit. Dabei löst du deine Knie und senkst dich wieder ab. Arm ein und aus. In dein Tempo. Versuche dich immer, wenn du nach unten gehst und ausatmest, deine Knie ganz weit zu beugen. Spüre die Weite in deiner Hüfte und die Spannung im Oberschenkel. Jawohl. Zweimal mehr. Ein letztes Mal tief ein. Halte dann unten und zieh dich einmal nach rechts zur Seite in den Lunge. Genau. Und schwinge nach links. Ganz entspannt. Von einer 90-Grad-Seite zur anderen. Versuche dich wirklich nach unten zu setzen, in deine Beine hinein. Spüre die Kraft. Jawohl. Zweimal mehr. Und dann kreise einmal komplett nach oben und senk dich zur rechten Seite tief. Zweimal mehr in deinem Tempo. Ein letztes Mal. Schwing zur anderen Seite. Das gleiche hier. Über die Mitte, nach oben und tief. Zweimal mehr. Ein letztes Mal. Und komm zur Mitte tief. Halt dich einmal am Boden fest. Versuch dich mit dem Oberkörper zum Boden zu ziehen und spüre hinten einmal die Dehnung in der Beinrückseite. Atme nochmal tief ein, löse, komm nach oben und dann machen wir einen kleinen Sonnengruß. Dafür komm ganz nach vorne zu mir am besten erst einmal, sodass ihr nach hinten Platz habt oder wenn ihr zur Seite Platz habt, dann so wie ich. Beine etwa hüftbreit. Atme ein in die Bergpose, Arme nach oben, zieh dich leicht zurück und wenn du möchtest, löse die Fersen, komm kurz auf die Zehenspitzen. Spannung. Löse die Ferse, komm nach vorne in die Vorbeuge. Mach dich einmal lang, den Rücken ganz weit nach oben, Hände zum Schienbein und sanft zurück nach vorne. Richte dich auf, Bergpose, atme ein. Zieh dich auf die Zehenspitzen, wenn du möchtest. Bleibe oben und zieh jetzt die Arme nach hinten und öffne deine Brust. Spür die komplette Länge und die Kraft in deinem Po und in deinen Zehen. Arme ein, Arme nach vorn.
nach oben, löse in die Vorbeuge. Arme ein in den langgestreckten Rücken und löse. Ein letztes Mal, richte dich auf, atme ein. Zehenspitzen. Atme aus, Arme nach hinten. Atme ein, öffne deine Brust. Atme tief ein. Und aus. Die nächste Übung. Komm einmal in das Brett, dafür beide Beine nach hinten. Hände sind unter der Schulter und löse deine Knie zum Boden. Spannung im Bauch. Leg dich auf den Boden ab. Hüfte dazu und zieh dann die Schultern leicht zurück in die Babykobra, der Po ist angespannt. Und zieh dann die Hüfte nach hinten in die Kindspose. Ganz locker leg dich ab. Spür die Weite in der Schulter. Stell dann deine Zehenspitzen auf. Und zieh die Hüfte ganz nach oben zur Decke in den herabschauenden Hund. Zieh jetzt abwechselnd deine Fersen in deinem Tempo locker tief. Pro Seite zweimal mehr. Spür die Dehnung hinten in der Wade. Und dann roll dich zurück nach vorne in das Brett. Wenn du möchtest, wieder Knie tief oder oben lassen. Senk dich ab, halte und öffne dich, Babykobra oder ganz in den herabschauenden Hund. Löse, zieh dich gleich zurück in den herabschauenden Hund. Und ja, zieh die Fersen nochmal langsam tief. Ich denke mal die englischen Begriffe. Auf Englisch heißt es nämlich walk the dog. Also geh mit deinem Hund spazieren sozusagen. Ganz entspannt. Atme tief durch die Nase ein und durch die Nase aus. Ein letztes Mal. Roll dich nach vorn. Spannung im Bauch. Komm tief. Atme ein. Und atme aus. Halte gerne einmal kurz im herabschauenden Hund. Ich muss mal die Matte drehen. Die ist mir ein bisschen zu rutschig. So, halte, spüre einmal die Länge und dein Kopf schaut zwischen den Schultern zum Boden. Versuch die Fersen tief zu ziehen und dann löse einmal dein linkes Bein nach oben in den dreibeinigen Hund. Spüre auch hier die Länge und die Öffnung deiner Hüfte, wenn du dein Knie leicht einbeugst. Schwing dann dein Bein nach vorne in den Lunge und setz hinten dein Knie ab. Atme einmal tief ein, senk die Hüfte tief, atme aus, nach vorne. Löse hinten dein Knie in den Krieger 1, Arme mit dazu und auch hier schön tief senken. Versuch deine Schultern noch schön locker zu lassen, zieh sie nicht zum Ohr nach oben, sondern ganz entspannt. Halte, atme tief ein und mit der Ausatmung ein Stückchen tiefer. Spür die Spannung im Oberschenkel. Atme durch und löse dann einmal nach vorn zu mir in den Krieger 2. Das heißt, die Fersen sind in einer Linie und dein rechtes Bein ist vorne 90 Grad. Die Arme sind locker und weich, die Schultern ganz entspannt. Und dann zieh dich einmal nach vorn und nach hinten in den Sonnenkrieger. Halte hier. Wenn du möchtest, kannst du auch gerne vorne die Ferse heben und halten. Halte, löse und komm in die Pyramide oder Dreieckspose. Beide Beine sind gestreckt und dann legst du dich nach vorne ab. Arme weit. Wir kombinieren das jetzt ein bisschen und machen daraus einen Flow. Das machen wir dreimal in deinem Tempo, wie du möchtest. Löse dein Knie, Sonnenkrieger, gerne mit Ferse gehoben. Atme durch, mit der Einatmung, Dreieckspose, atme aus.
aber versuche die Schulter richtig schön nach hinten zu ziehen. Zweimal mehr. Seid ihr schön tief. Löse. Letzte Runde, atme ein. Atme aus. Dann schwinge die Arme zurück, nimm das Bein nach hinten in den herabschauenden Horn. Senke die Ferse tief, spür die Länge deines Rückens, atme kurz durch. Und das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite. Ich wechsle mal kurz die Seite, sonst sehe ich euch gleich nicht mehr. Also, andere Seite. Ich glaube, es dürfte jetzt das rechte Bein sein. Das linke, die Seite, die ihr eben gerade nicht hattet. Nach oben, schön die Länge. Atme durch. Und schwing dann. Nein, noch nicht. Beug erstmal dein Knie. Genau. Atme tief durch. Und jetzt schwing das Bein nach vorne. In den Lack. Hinteres Knie tief. Blick ab. Atme ein. Und senk die Hüfte mit der Absage. Atme ein. Atme aus. Löse hinten das Knie. Krieger 1. Senk dich ab. Senk dich dann ein Stückchen tiefer. Spür die Spannung. Genau. Tief durchatmen. Krieger 2. Nach vorne. Auch hier wieder auf die Linie achten. Und gerne, wenn du möchtest, Ferse nach oben. Aber versuche, nicht in diese Überstreckung zu kommen. Versuch wirklich die 90 Grad zu halten. Knie bleibt über dem Fußgelenk. Okay? Jawohl. Ich rede so viel, ich muss mal durchatmen. Streck dich nach vorn. Zieh dich zurück. Sonnenkrieg. Senk dich ein bisschen tiefer. Und löse. Dreieck. Nach vorn. Jawohl, beide Beine können schon fast durchgestreckt sein. Spüre die Dehnung hinten in der Beinrückseite und die Öffnung in der Schulter. Löse. Atme ein. Ferse nach oben, wenn du möchtest. Atme aus. Zweimal mehr. In deinem Tempo. Achte auf deine Atmung. Noch zwei. Und dann versuche dich jetzt mit jeder Wiederholung ein bisschen tiefer zu senken. Spüre die Spannung im Oberschenkel. Jawohl, atme in die Spannung hinein. Löse. Ein letztes Mal. Streck dich. Löse dein Knie. Schwenk zurück. Ein letztes Mal zurück in den herabschauenden Hund. Entspann kurz hier. Spür die Länge. Und atme nochmal durch. Beuge dein Knie und komm nach vorne. In die Vorbeuge und roll dich langsam auf. Einmal tief einatmen, mit der Ausatmung Hände vors Herz. So, ich hoffe, ihr seid alle schön warm geworden. Wir entspannen uns ein kleines bisschen und versuchen uns ein wenig mit Balance, mit dem Gleichgewicht. Ist gar nicht so viel, ich glaube, ich muss mich trotzdem so hinstellen. Ich drehe mich dann. Wir beginnen mit dem fallenden Engel. Das bedeutet, wir ziehen uns nach oben auf die Zehenspitzen, so hoch wie wir können. Die komplette Spannung in der Rückseite. Und lass uns nach hinten fallen. Arme weit. Spür die Weite in der Brust. Die Spannung in den Zehen. Und die Spannung im Po.
sehr relaxed sein. Komm zur Baumpose. Rechte Seite beginnt. Du hast eigentlich drei Optionen. Entweder ganz unten, dann stützt du dich ein bisschen ab. Unten am Schienbein oder am Kniegelenk oder ganz nach oben am Oberschenkel. Hände vors Herz. Versuche einen Punkt zu fokussieren und tief durchzuatmen. Kannst dich ein bisschen challengen, indem du deinen Fuß gegen deinen Oberschenkel schiebst und deinen Oberschenkel gegen deinen Fuß. The Challenge. Jetzt drehe ich mich einmal kurz. Ich hoffe, ihr habt Platz nach hinten. Löse nach hinten. Und dann Krieger 3. Taucher. Ganz tief. Standbein ist leicht gebeugt. Halte hier. Du kannst auch gerne nur unten halten, wie du möchtest. Versuche aber den Rücken lang zu lassen. Schwing das Bein zurück nach vorn. Beug es ein. Leg es auf dem anderen ab. Komm auch hier nochmal mit geradem Rücken nach vorn. Halte. Und durch. Und dann wechseln wir auch schon die Seite. Linkes Bein unten, Mitte oder oben. Hände vors Herz, fokussiere dich, atme durch. Entspanne deinen Atem. Versuche wieder deinen Fuß gegen den Oberschenkel zu schieben. Spüre die Öffnung deiner Hüfte. Und dann Krieger 3. Nach vorn, Arme nach hinten. Löse nach vorn, beug dein Knie. Und auch hier noch einmal mit geradem Rücken nach vorne. Spüre hinten die Dehnung im Gesäß. Halte. Und löse. Stell nochmal beide Füße ab und zieh dich nochmal nach oben. Auch die Zehenspitzen, mach dich ganz lang. Und sei mutig, komm ganz weit nach oben. Selbst wenn du nach vorne kippst, ist es nicht schlimm. Du bist ganz allein, nur wir sehen dich. Arme weit. Atme durch. Und löse. Wir machen noch was, eine ganz Kleinigkeit für die Hüfte. Weil wir, ihr seid ja alle gerade aus dem ersten Kurs schon da, deswegen dachte ich, lassen wir Bauch mal weg. Okay, ja. War anstrengend genug. Machen wir was für die Hüfte und dehnen dann noch ein bisschen. Und dann habt ihr euch euer Wochenende sehr verdient. Komm einmal tief in den Squat. Jawohl. Deine Hände nimmst du zusammen und versuchst jetzt deine Ellbogen in deine Beine zu schieben. Sehr gut. Versuche nicht nach vorne zu fallen, sondern deine Brust geöffnet zu lassen. Wenn die Fersen nach oben kommen, ist nicht schlimm. Versuche nur tief zu halten und mit dem Schieben deiner Ellbogen deine Hüfte ein wenig zu öffnen. Wenn du magst, kannst du auch gerne ein bisschen umherwandern. Deine Beine und Füße lösen. Jawohl. Gleich geschafft. Noch einmal tief einatmen. Und ausatmen. Setz dich dann ab, auf den Po, auf die Matte, in den halben Lotus. Halber Lotus bedeutet, das rechte Bein ist vorn und locker im Schneidersitz oder auf dem Unterschenkel oder wenn du sogar kannst, nach oben auf den Oberschenkel. Aber wenn du merkst, deine Hüfte kommt mit nach oben, dann nimm lieber deinen Fuß ein bisschen zurück. Mit geradem Rücken. Kommst du jetzt einmal nach vorne, legst die Hände ab. Sollte jetzt schon hinten in der Hüfte ein bisschen ziehen und im Gesäß. Und diese Dehnung verstärken wir jetzt, indem wir die rechte Schulter zum linken Knie ziehen. Ganz sanft zur Seite. Jawohl. Löse und wechsle die Seite und roll über die Mitte nach rechts. Atme ein. Mit der Ausatmung zur anderen Seite. In deinem Tempo viermal mehr.
und versuche dich kurz auf deine Atmung zu konzentrieren. Atme bewusst durch die Nase ein und durch die Nase aus. Die letzten zwei. Dann wechseln wir die Seite. Komm zur Mitte. Löse und wechsle in deine Position. Und wenn du Knieprobleme hast, kannst du auch gerne deine Zehen ein bisschen zum Knie ziehen. Das entlastet das nämlich, das Gelenk ein wenig. Gerade Rücken. Kipp die Hüfte an, sei stolz und komm nach vorne. Aber ganz entspannt. Und auch hier wander von der rechten Schulter zum linken Knie. Wechsel. Und atmen. Ihr habt den Bauchteil schon geschafft von vorhin. Ihr könnt jetzt ganz entspannen. Mal was für eure Dehnung tun. Atme tief durch. Spüre, wie dein Körper sich so ein bisschen entspannt und ruhiger wird. Zweimal mehr. Ein letztes Mal. Und löse. Zur Mitte, nach oben. Locker kurz deine Beine. Und dann kommen wir zur Rückseitendehnung und zur Hüftdehnung. Dafür nimm einmal dein linkes Bein nach vorne in den Lunge. Dein rechtes Bein ist schön lang. Und jetzt ziehst du bewusst die Hüfte nach unten zur Matte. Spüre die Dehnung im Hüftstrecker. Das ist der Hüftstrecker. Ich kenne mich mit Anatomie nicht so gut aus. Ich glaube, das ist der Hüftstrecker. Und dann atme einmal tief ein. Ja, ich weiß, ich brauche Nachhilfe. Es tut mir leid. Stipp dann einmal hinten deinen Fuß um. Und wenn du magst, löse hinten das Bein. Du kannst gerne hier halten. Du kannst aber auch die Dehnung verstärken, indem du nach oben kommst. In die Mönchposition, so heißt sie. Öffne dabei deine Schultern, deine Brust. Halte hier. Spannung. Gleich geschafft. Mal tief einatmen. Und ausatmen. Puh. Zurück in die Kindspose. Leg dich ab. Und zieh deinen rechten Arm jetzt unter dem linken Arm durch. Und zieh die linke Schulter sanft zum Boden. Wenn du magst, leg den Kopf ab. Atme auch hier zweimal tief durch. Und löse. Wir wechseln die Seite. Du kannst gerne so bleiben. Dein rechtes Bein. Nein, dein, doch, dein rechtes Bein. Ich bin so, es ist Freitagabend. Meine Uni hat wieder angefangen, ich merke das schon. Vor wieder Ferien. Zieh die Hüfte tief. Deine Brust ist geöffnet. Wenn du möchtest, stipp um. Löse hinten das Bein. Komm in den Twist. Zum Knie hin, genau. Wir verschließen uns immer zum Knie. René, das ist René. Hier heißt die Person René. Bitte zur anderen Seite einmal, zum Knie hin. Ah, Franzi, sorry. Hi, Franzi. Wenn du magst, komm wieder eine Station höher. Mönchpose. Oder halte tief. Spannung. Auch hier einmal tief durchatmen. Du kannst auch bewusst laut ausatmen. Das ist okay. Und dann löse. Beine zurück. Kindspose. Und dann auch hier den linken Arm unter dem rechten Arm durch und
die Schultern zur Matte ziehen. Wenn du magst, leg den Kopf ab. Atme auch hier zweimal tief durch. Jetzt kommen wir zu meiner absoluten Lieblingspose. Leg dich dafür einmal auf den Rücken. Wir sind hier unter uns. Ja, ist nicht schlimm. Wir kommen in die glückliche Babypose. Leg dich dafür einmal hin. Beine kommen nach oben. Und dann fasse mit deinen Händen außen deine Füße an. Und öffne deine Hüfte. Du kannst jetzt ganz leicht Druck auf deine Füße ausüben und dadurch deine Hüfte noch weiter öffnen. Du kannst aber auch ganz entspannt so liegen bleiben und ein bisschen umherwiegen, deine Schultern und deine Wirbelsäule, deinen unteren Rücken entspannt, wie du möchtest. Ist das nicht schön? Ach, wie so ein glückliches Baby. Ohne Schoki. Ohne Schoki, ja, ja. Komm zur Mitte, zurück, wenn du magst, noch einmal Druck ausüben. Und dann schließe deine Füße, leg sie weit ab, Knie geöffnet und umarme über den Kopf deine Ellbogen. Schmetterlingspose. Wenn du merkst, dass dein Rücken jetzt ins Hohlkreuz kommt, versuch die Hüfte anzukippen, leg die Wirbelsäule komplett ab. Spür die Länge. Und atme auch hier nochmal tief durch. Atme tief in den Bauch hinein und durch den Mund aus. Noch einmal tief durch die Nase ein und schön entspannt durch den Mund aus. Schließ dann deine Knie, umarm dich selbst, mach dich ganz rund und dann roll dich langsam auf und komm nach oben. Noch einmal auf deine Füße, in die Vorbeuge, streck dich lang, den Kopf lässt du fallen. Ganz locker, deine Füße sind geerdet und deine Beine kannst du ganz leicht einbeugen. Du musst sie nicht komplett durchgestreckt lassen. Du kannst gerne deinen Oberkörper auf den Oberschenkel ablegen und dich noch einmal kurz umarmen. Atme auch hier nochmal bewusst durch den Mund aus und atme ein, löse nach oben, streck dich. Atme aus, Hände zum Herz. Ihr habt's geschafft. Ihr habt das Wochenende erreicht. Das habt ihr sehr gut gemacht. Danke, Peti. Danke, Lali. Danke, alle, die da waren. Danke, Michi. Und ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr seid gesund. Und